1, Samantha Hall und Marciano Hauber haben die 2, Limala Takoda, Kilian Pools die 3, Dan Goda mit Josef Hubert Verhaag die 4, dann Anis Rohre, Tim Schwarmer, Startnummer 5, die 6, Gordon Ellis, Rainier Filders, die 7, Hardrock Sieger mit Peter Hillen, die 8 war Moser, Ralf Oppoli, die 9 Vanita Express, Klaus Horn, die 10 Gerona mit Rita Drees, mit Eckart Drees, Entschuldigung, und die 11 Speedway mit Nils Jongejaerts. 50 Meter jetzt noch bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs. Fehler von Anis Rohrer, Fehler auch von Speedway kurz nach dem Start. Und die Spitze geht zunächst an Kimala Takoda, jetzt ein Fehler von Vamosa. Auch hier wird früh gesprungen in der Anfangsphase. Limala Takoda weiterhin an der Spitze, Gerona an der Außenseite, Mrs. Subege innen, das sind die ersten drei, dann Samantha Hall an vierter Position vor Hardrock Cigar, der ist außen unterwegs, innen dann Vanita Express. So die Reihenfolge am 500 Meter Pfosten, das Kommando weiterhin bei Limala Takoda. Limala Takoda innen und Gerona außen, dann Mrs. Subege mit Vanita Express in zweiter Spur, in dritter Spur jetzt ein Vorschuss von Gordon Ellis, der hier weiter nach vorne kommt. Neuer Fehler von Vamosa, die jetzt auch disqualifiziert worden ist. Girona inzwischen nach vorne gegangen, ging vorbei an Limala Takoda. An der Außenseite jetzt ist dann Gordon Ellis aufgetaucht, währenddessen Speedway erneut anspringt und auch Speedway wurde disqualifiziert. Zwischenzeiten haben wir auch 25-0, war die erste nur. Und die zweite wird jetzt in diesem Moment ausgelöst durch Gerona und die wird etwas schneller sein, logischerweise, denn viel langsamer geht es nicht. 20-1. Auf der Überseite das Feld. Gerona mit Gordon Ellis außen, gemeinsam an der Spitze. Dahinter dann innen Samantha Hall und außen Hardrock Sieger in der vierten Position. Fünftes Pferd ist Limala Takoda daneben, dann Vanita Express, Mutan, Mrs. Sue. BG. Fehler jetzt von Dan Goda, aber der ist bereits disqualifiziert und ist logischerweise schon raus. Die übrigen Teilnehmer relativ dicht beieinander auf dem Weg in Richtung Schlussbogen. Jetzt ein Fehler von Gordon Ellis, der sich da aus der zweiten Position springt. Gerona vorn, Samantha Hall. Außen muss jetzt Hardrock Sieger einen kleinen Schlenker einlegen. Dann ist Gordon Ellis wieder auspariert. Dazwischen noch Vanita Express. Zielgerade ist erreicht, Gerona führt. Samantha Hall ist der erste Angreifer. Dahinter dann Vanita Express innen, außen versucht es noch einmal Gordon Ellis mit Hardrock Sieger, aber Gerona im Vorteil. Gerona, Samantha Hall in der Mitte der Bahn, da ist außen kommt Hardrock Sieger auf Tour. Samantha Hall steckt den Kopf in Front und innen der Durchschlag für Vanita Express. Samantha Hall, Vanita Express, Samantha Hall, Ziel vorne gegen Vanita Express, dann Hardrock Sieger auf Rang 3 und das vierte Geld dann vielleicht noch an. Mit der Weihnachten. Genau, da haben wir auch zusammengesprochen, das erste Mal zusammengesprochen.
Ja, wie ist so bei dir, was mich interessieren würde, der Werdegang? Sagst du, du willst weiterhin bei deinem Papa bleiben erstmal oder sagst du, du gehst auch vielleicht mal nach Schweden oder woanders hin, um dich ein bisschen vorzubilden? Zu Hause ist am schönsten. Ja, und gute junge Pferde. Dann drücke ich dir weiterhin die Daumen und nochmal herzlichen Glückwunsch. Bitte hier einen Applaus für Samantha Holl, Marciano Hauber und für die Familie Luna, natürlich für die Kokes.